Also, wir kommen zu einem Video. Da heute so gibt's die Bergkreuzchen. Voll schön auf der Zandweide. Und mehr dazu nach dem Intro. Gaming mit Handicap. Das Infoportal für barrierefreies Gaming. Also, wir kommen mal zur ersten Kategorie, und zwar Audio und Sprache. Da gibt's ja immer Musiklautstärke, Dialoglautstärke, Soundeffektlautstärke, dann Audio Sprache, Dialog, Echtheit. Aber die meisten Charaktere sprechen, die im Nutzersprach werden, vertieft das Spielerlebnis. In Aussicht, die meisten Charaktere sprechen ja gewählten Dialogsprache. So gibt's Audio-Kanäle, da gibt's Auto-Stereo, 5.1, 7.1 und Soundklang. Dann gibt's ja Textsprache, dann Untertitel. Mit Untertitelfarbe hat man noch die Möglichkeit, dass jeder Charakter eine eigene Farbe hat. Dann gibt es Umgebungs-Untertitel, Dichter-Untertitel für alle. Gespräche in der Nähe an, da der Beauftragt, ja nur die wichtigen. Dann gibt es Untertitel für Gehörlose. Aber hier kann man sich zusätzlich auch der Interpretative Informationen zu Soundeffekten, Musik und anderen wichtigen Geräuschen an. Dann gibt es Push-to-Talk, dann Sprachlautstärke und Dynamikbereich. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Zwar Gamepad, hier kann man auch mal Vibrationen ausschalten. Dann kann man die X- und Y-Achse spiegeln, Zuschauer umkehren, sein Ziel und Fähigkeit, Ziel und Waffe. Dann gibt es rechter Stick, linker Stick. Dann Kurbelsteuerung, hier gibt es Richtung, drehen. Da Richtung halten Sie den Stick in eine Richtung und drehen. Dann muss man den Stick drehen im Kreis. So, da gibt's mal wieder unsere Stick-Eingabe. Da gibt's Halten, Stand und Standard. Ja, drücken Sie, da aktivieren Sie diese Option, um den Stick in eine Richtung zu halten, anstatt eine wiederholte Tasteneingabe durchführen zu müssen. Da kommen wir zur nächsten Kategorie. Zwar Gameplay. Da gibt's einmal Kamera automatisch zensieren, Kamera wackeln reduzieren, Zielenmodus. Ja, dort gibt's Umschalten und Halten. Dann wiederholter Tastendruck. Gibt es Halten und Drücken, dann gibt es Tutorial-Hinweise deaktivieren, dann Outfit-Beschränkung, dann gibt es ja noch gesamte Schwierigkeit. Diese kann man aber erst im Spiel, glaube ich, einstellen. Auf jeden Fall gibt es da Kamera, gesamte Schwierigkeit, dann gibt es ja noch Kampf-Schwierigkeit, genannte Schwierigkeit und Rätsel-Schwierigkeit. Außerdem kann man über Lebensinstinkt aktivieren, einmal Wegweisen und einmal Leuchten. Und es gibt eine Ermahnung. Also kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Zwar Bildschirm und Grafik. Die gibt es einmal 3x12. Dann eine Auflösung. Entweder RTX, DLSS, Vollbild, exklusives Vollbild. Dann Monitor, Helligkeit. Gibt es einen Auflösungsmodifikator. Dann AMD Fidelity. FX, da gibt es eine Aktualisierungsrate. Die kann man nur einstellen, wenn man exklusiven Vollbild aktiviert. Ist aber nicht mehr, weil dadurch wird es schwierig, damit der Maus das Spiel auszugehen. Da gibt es ja Forsync, dann HDR. Dafür muss man den Windows der Einstellung HDR aktivieren, damit man sie einstellen kann. So, wie viel kann man dann hier nur die Helligkeit von HDR einstellen? Dann gibt es Partial Lesing, kann man DLSS auswählen. Dann gibt es noch Steuerungskopies. Dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Und zwar Maus. Hier gibt es einmal Mausglättung, dann kann man die X- und Y-Achse der Maus spiegeln und die Maus auf Fitzgerät einstellen. Außerdem gibt es ja noch Ziel, X- und Y-Achse und die Maus auf Fitzgerät davon. Da kommen wir zur nächsten Kategorie, zwei Tastenbelegungen, die findet man halt, wie der Name schon sagt, Tastenbelegungen, die ich einmal durchscrollen. Also kommen wir mal zum Zombie-Blickerfassung. Hier ist das Geile, wenn man einen Zombie-Eye-Tracker hat, gibt es schon einige Funktionen, die man benutzen kann. Zum Beispiel gibt es die Blickerfassung mit Blickzielen, Zielgeschwindigkeit, Überlebensinstinkte, Bewusstsein, Ressourcen, Feinde, Ziele erfallen, verschiedene Objekte. Dann gibt es die Intensität und die Reaktion, dann Charakterbewusstsein. Vollen Bewusstsein, dann Intensität, erweiterte Sicht, dann kann er auch wieder die Blickreaktion aktivieren. Außerdem gibt es dann noch Blickverfolgung, dann Kopfverfolgung und mit Blick werfen. Und dann gibt es noch Square Enix. Konsole ist jetzt aber nicht ein, weil da sieht man die E-Mail. Ich wüsste das jetzt nicht.
Tarifa gibt es dann noch zum Schluss. Mehr Spiele. Aber hier gibt es nur kurze mit Epic Steam Verknüpfung verwenden. Da dieser Titel unterstützt Epic und Steam Cosplay. Da falls du Epic und so hast, das mit deinem Steam-Konto verknüpft ist, aktiviere diese Option, um Freundschaftserladung von beiden Diensten die Sendung empfangen zu können. So, das war's auch schon. Hoffentlich war es mit dem Video weiterhin kommen. Dann würde ich sagen, falls ihr einen Daumen nach oben, Abonnement oder auch Kommentar freuen. Und damit haut rein und ciao.